bevor wir mit dieser Meditation beginnen, suche dir zunächst einen Ort, an dem du nicht gestört wirst, und mach es dir bequem. Leg dich auf dein Bett oder eine Matte und schließe deine Augen. Lass mich dir nun erzählen, wohin unsere gemeinsame Reise gleich gehen wird und was dich auf diesem Weg erwartet. Gemeinsam werden wir gleich dem Engel der Heilung begegnen und ihn um Heilung und um deine Gesundwerdung bitten. Es ist dieser Engel, der sich uns Menschen zur Verfügung stellt, geistig-körperliches Ungleichgewicht wiederherzustellen und zu harmonisieren. Dein Heilungsprozess beginnt mit dem bewussten Einhüllen in sein Licht, verbunden mit Gedanken der Liebe und des Mitgefühls für jeden Menschen auf dieser Welt. Es liegt in deinen eigenen Händen, Verletzung und Leid, ja auch Krankheit, zu besiegen. Das Hinwenden zum Licht ist ein erster Schritt zum Heilwerden und zum Wiedergewinn deines Lebensmutes. Unser allerhöchstes Gut, welches wir von unserem Schöpfer erhalten haben, ist es, in eigener Regie alles, aber auch alles zu bewältigen, um gesund, zufrieden und glücklich zu leben. Die unglaubliche Macht des Lichtes und der Liebe können wir für all unsere Belange einsetzen, um durch die Gnade Gottes Heilsein an Körper, Geist und Seele zu erfahren. Es ist der Engel der Heilung, der die Menschen begleitet in schwierigen Zeiten auf ihrem Weg. Er vertreibt Hoffnungslosigkeit, Mutlosigkeit. Er vermittelt Heilung und er bringt Ganzheit und Unversehrtheit zurück zu dem Suchenden. Mit deinem Glauben und mit seiner Hilfe ist Heilung möglich. Lass uns nun gemeinsam zu einem Ort gehen, an dem der Engel schon auf dich wartet. Zunächst einmal konzentriere dich bitte einen Moment lang auf deinen Atem. Atme tief durch die Nase ein und langsam, ohne Eile, durch den Mund wieder aus. Atme tief in deinen Bauch hinein. Du atmest klare und saubere Luft ein und alles Ungesunde und Unreine atme wieder aus. Du atmest Entspannung ein und Verspannung wieder aus. Richte deine gesamte Aufmerksamkeit nun auf das freie Fließen deines Atems. Du spürst ganz deutlich, dass du mit jedem Atemzug, den du tust, ruhiger und ruhiger wirst. Lass deine Welt jetzt einfach los. Lass Stille und Klarheit deinen inneren Raum erfüllen. Lass uns nun gemeinsam auch noch deinen Körper entspannen, um noch ruhiger und stiller zu werden. Wir fangen mit dem rechten Bein an. Denk jetzt bitte an dein rechtes Bein. Heb dein rechtes Bein einige Zentimeter an. Streck dabei den Fuß 2-3 Mal und krümm dabei auch die Zehen. Beim Ausatmen entlass die Spannung wieder, indem du dein Bein behutsam auf den Boden zurücksinken lässt. Jetzt plötzlich nimmst du deinen rechten Fuß erst richtig wahr. Ganz langsam gehe nun in Gedanken an deinem rechten Bein hoch. Denk an all die Muskeln in deiner Wade, die der Kniescheibe und die des Oberschenkels. Alles entspannt sich. Alles wird ruhig. Alle Muskeln in deinem rechten Bein fühlen sich entspannt und schwer an. Im Moment brauchst du diese Muskeln nicht. Also lass einfach alles hängen. Jeder Muskel des rechten Beines fühlt sich jetzt schlaff und schwer und entspannt an. Du merkst ganz deutlich, dass dein rechtes Bein schwerer und schwerer wird. Dein rechter Fuß und auch dein rechtes Bein fühlen sich angenehm warm an. Jetzt gehe in Gedanken herüber zu deinem linken Bein. Zunächst einmal hebe dein linkes Bein einige Zentimeter an und streck dabei den Fuß 2-3 Mal aus. Krümme auch die Zehen ein bisschen. Beim Ausatmen verlässt die Spannung dein Fuß, während du das Bein wieder langsam auf den Boden zurücksinken lässt. Alle Muskeln in deinem Fuß und in deinem Bein fühlen sich nun schlaff und richtig schön entspannt an. Beide Beine sind total entspannt. Sie fühlen sich warm und schwer an. Für diese Übung brauchst du deine Beine nicht. Also lass sie einfach schlaff und entspannt auf deiner Matte liegen. Im Falle eines Notfalls allerdings kannst du deine Füße und auch deine Beine benutzen. Das weißt du. Im Moment allerdings brauchst du sie nicht. Jetzt wende deine Aufmerksamkeit auf deine Gesäßmuskeln. Spanne die Muskeln im Gesäß 2-3 Mal an und lass sie dann wieder los. Erlaube den Muskeln auch hier zu entspannen. So ist es gut. Bitte denk jetzt an dein Becken. Und denk auch an alle Organe in deinem Becken. Lass los. Lass alle Spannung dort gehen. Dein Becken, dein Bauch, alles entspannt sich, alles wird ruhig. Alle Muskeln haben jetzt deine Erlaubnis, sich hängen zu lassen und sich total zu entspannen. Ganz langsam gehe nun in Gedanken deinem Rücken herauf, bis zu deinen Schulterblättern. Entlasse die Entspannung auch dort, Gib deinen Muskeln auch dort die Erlaubnis, sich zu entspannen und ruhig zu werden. Du spürst, dass du mit jedem Atemzug ruhiger und ruhiger wirst. Mit jedem Atemzug lässt du dich tiefer und tiefer gleiten in deine Innenwelt. Die Muskeln im Rücken und um die Wirbelsäule herum erschlaffen und entspannen sich. Und auch die Wirbelsäule selbst entlässt die Spannung, die eben vielleicht noch da war. Erlaube allen Muskeln im Rücken und im Schulterbereich zu ruhen. Du liegst ganz schwer auf deiner Matte oder auf deinem Bett und du fühlst dich wohl dabei. Alles fühlt sich ganz wunderbar entspannt und schwer an. Geh nun in Gedanken zu deinem Brustkorb. Erlaube den Muskeln auch dort, sich zu entspannen und sich auszuruhen. Du fühlst ganz deutlich, dass sich alle Muskeln des Oberkörpers entspannen und ausdehnen. Und auch die Organe in deiner Brust fühlen sich entspannt und ruhig an. Dein Herz schlägt ruhig und gleichmäßig. Und du spürst ganz deutlich, wie angenehm das Gefühl für dich ist. Richte deine Aufmerksamkeit nun bitte auf deinen rechten Arm. Mach eine Faust mit der rechten Hand. Drück die Finger dabei ganz fest zusammen. So ist es gut. Und nun lass wieder los. Öffne deine Hand. Und schon fühlst du, dass deine Hand ein wenig kribbelt und sich warm anfühlt. Deine rechte Hand. Jeder Finger ist jetzt entspannt und liegt ganz ruhig neben dir. Auch das Handgelenk wird müde. Der Unterarm wird schwer. Alle Muskeln im Unterarm sind schlaff und hängen förmlich herunter. Vom Unterarm wandern deine Gedanken zu deinem Ellenbogen, vom Ellenbogen zum Oberarm. Alle Muskeln in deinem rechten Arm sind nun entspannt und ruhig. Du spürst sehr deutlich, dass sich dein rechter Arm schwerer und schwerer anfühlt. Nun geh bitte mit deinen Gedanken herüber zu deinem linken Arm. Mach eine Faust mit der linken Hand und drück dabei ganz fest zu. So ist es gut. Nun lass wieder los, öffne deine Hand und wieder fühlst du, dass deine Hand ein wenig kribbelt und sich warm anfühlt. Jeder noch so kleine Muskel an deiner linken Hand ist nun total entspannt und ruhig. Langsam geh nun in Gedanken an deinem linken Arm hoch. Der ganze Arm fühlt sich schwer unglaublich entspannt und schwer an. Er liegt völlig ruhig neben dir. Beide Arme liegen nun ganz entspannt und ruhig neben dir. Nun wende deine Aufmerksamkeit bitte auf deinen Nacken und auf deinen Hals. Alle Muskeln, die in deinen Kopf hineinwachsen, entspannen sich. Das spürst du ganz deutlich. Sie sind froh, sich endlich ein bisschen ausruhen zu dürfen, denn sie tragen deinen schweren Kopf Tag aus, Tag ein. Denk jetzt bitte an deinen Kopf. Spürst du die Mulde, die der Kopf in deinem Kissen macht? Die Kopfhaut, die Haaransätze, die Stirn. Alle Muskeln des Kopfes entspannen sich und vielleicht sogar empfindest du ein leichtes Kribbeln. Auch in deinem Gesicht entspannen sich nun alle Muskeln. Die Muskeln um die Augen herum, die Wangenmuskeln. Alles wird träge, alles entspannt sich. Die Muskeln um den Mund herum, der Oberkiefer und auch der Unterkiefer. Alle Gesichtsmuskeln fühlen sich schlaff und entspannt an. Und dein Mund öffnet sich vielleicht ein bisschen. Und falls deine Lippen trocken sein sollten, kannst du sie jetzt befeuchten. Deine Augäpfel liegen tief und schwer in den Augenhöhlen und alle Falten in deinem Gesicht fühlen sich an wie weggebügelt. Alle Muskeln sind nun träge und ruhen ganz friedlich. So ist es gut. Dein gesamter Körper ist nun vollkommen entspannt und ruhig und du fühlst dich geborgen und richtig wohl. Du fühlst, wie du ganz in dich einsinkst und ganz ohne dein Zutun, ganz von allein, verlassen nun auch alle störenden Gedanken deinen Kopf. Du löst dich von allen Tagesgedanken und von möglichen Erwartungshaltungen. Du hältst jetzt nichts mehr fest. Du lässt die Außenwelt einfach los. Stell dir vor, deine Gedanken fließen aus deinem Kopf heraus, auf die Matte, auf der du gerade liegst. Sie fließen durch den Fußboden bis ganz tief ins Innere der Erde. Dein Kopf ist nun ganz frei und dein Bewusstsein ist kristallklar. Ein wohltuendes Gefühl der Gelassenheit und des inneren Friedens erfüllt dein ganzes Sein. In deinem Inneren entstehen Ruhe und Zufriedenheit. Ruhe und Zufriedenheit. Gibt es jetzt vielleicht noch irgendwo an deinem Körper eine Stelle, die sich verkrampft oder verspannt anfühlt? Geh in Gedanken noch einmal in aller Ruhe an deinem Körper hoch und runter und schau nach. Und falls du noch eine Stelle an deinem Körper finden solltest, die sich verspannt anfühlt, dann streiche jetzt leise in Gedanken mit deiner Hand darüber und erlaube den Muskeln auch dort, sich gehen zu lassen, sich zu entspannen und abzuschalten. Für diese Übung brauchst du keine Muskeln. Im Notfall allerdings kannst du dich hundertprozentig auf deine Muskeln verlassen und sie voll einsetzen. Das weißt du. Dein Körper fühlt sich jetzt sehr schwer und angenehm warm an. Dein Puls und dein Herz schlagen deutlich etwas langsamer. Du fühlst dich ruhig und geborgen. Mit jedem Atemzug lässt du die Außenwelt mehr und mehr los. Und du sinkst tiefer und tiefer in deine lichte Innenwelt. Du spürst ganz deutlich, dass du dein Zentrum erreicht hast. Du bist an deinem Ruhepol, in deiner Mitte angekommen. Versuch dir nun vorzustellen, dass du vor einem wunderschönen Tor stehst. Schau dir dieses Tor nun einen Moment lang an. Aus welchem Material ist es? Vielleicht ist es ein Blumentor. Nimm dir ein wenig Zeit, dir das Tor in aller Ruhe anzuschauen. Nun öffne das Tor ganz behutsam und vorsichtig und tritt hindurch und mach es danach leise wieder hinter dir zu. Und da bemerkst du auf einmal, dass all deine Sorgen und Nöte, alles, was dich vielleicht noch vor kurzem belastet hat, auf der anderen Seite des Tors zurückgeblieben ist. Mit jedem Atemzug fühlst du dich freier und ruhiger. Du atmest Entspannung ein und Verspannung wieder aus. Entspannung ein und Verspannung wieder aus. Du spürst ganz deutlich, dass Stille und Frieden in dein Herz eingezogen sind. Versuche dir nun bitte vorzustellen, dass du dich irgendwo in den Alpen auf einer Almwiese befindest. Du schaust dich um. Und wohin du auch schaust, siehst du riesige Berge. Und du siehst von dem Platz, an dem du dich gerade befindest, das ganze Panorama der Bergwelt. Weit unten im Tal eingebettet, siehst du vielleicht ein kleines, verträumtes Dörfchen liegen. Alles dort unten erscheint so friedlich und klein. Und alles um dich herum ist so friedvoll und still. Wohin du auch schaust, siehst du hohe Berge. Und auf einigen liegt sogar noch ein bisschen Schnee. Die Luft ist klar und rein. Und du atmest den stillen Bergfrieden ein, der dich umgibt. Beobachte deinen Atem nun ein wenig. Schau zu, wie er kommt und wie er geht. Atme nun so lange diese frische und saubere Bergluft ein, bis auch dein Atem ganz klar und rein ist. So ist es gut. Auf einmal siehst du einen kleinen Wanderpfad, der dich zu einem Spaziergang einlädt. Siehst du ihn? Er führt geradewegs auf den Gipfel zu. Es ist ein herrlicher Sommertag. Die Luft ist klar und rein. Und die Aussicht von hier oben ist überwältigend. Immer wieder bleibst du stehen, um dich von dem Anstieg ein bisschen auszuruhen, aber auch, um die Schönheit der Natur zu bestaunen und zu bewundern. Von hier oben erscheinen dir deine irdischen Probleme so weit entfernt. Und alles, was dich noch bis vor kurzem so sehr belastet hat, ja sogar deine Krankheit, erscheint plötzlich gar nicht mehr so überwältigend. Hast du dich schon einmal gefragt, warum du diese Krankheit eventuell bekommen hast? Was war der Auslöser? Was denkst du? Weißt du es noch? Wann fing alles an? Wie lange schon leidest du? Was denkst du, könntest du verändern in deinem Leben, um auch seelisch gesund zu werden? Was denkst du, braucht deine Seele zur Genesung? Nimm dir nun bitte einen Moment Zeit, all diesen Fragen ein wenig nachzugehen und dabei eine Weile in dich hineinzuschauen. Bitte atme dabei ganz bewusst die herrliche, klare und reine Luft der Berge ein. Hier oben auf dem Gipfel wirst du gleich deinem Heilengel begegnen. Und so wanderst du weiter, höher, dem Gipfel entgegen. Du siehst den Gipfel schon und es ist gar nicht mehr weit. Und da auf einmal siehst du eine Bank, die dich zum Ausruhen einlädt. Nun hast du Zeit und Muße, die Berglandschaft zu begrüßen und zu bewundern, während du hier oben auf den Heilengel wartest. Die Sonne scheint auf dich herunter und ihre Strahlen fließen in dich ein, mit jedem Atemzug, den du tust. Das herrliche Sonnenlicht strahlt von allen Seiten auf dich herunter. Ohne dein Zutun, ganz von allein, fließt das herrliche goldene Sonnenlicht in dich ein. Das Sonnenlicht durchflutet dein ganzes Sein. Hier oben ist es wirklich schön. Du bemerkst, wie sich Stille und Frieden in deinem Herzen ausbreiten. Alles um dich herum ist so unberührt und so wild. Es wird dir bewusst, dass diese Landschaft nicht von Menschen erschaffen wurde. Wie kurz und vergänglich, wie kostbar ein Menschenleben plötzlich erscheint. Diese Berge um dich herum werden weitere Jahrhunderte genauso aussehen, genauso beschaffen sein. Und vielleicht sitzt in 200 Jahren ein anderer Mensch genau an diesem Ort und fühlt genau dasselbe wie du in diesem Moment. Dieser Gedanke erfüllt dich mit Freude und gleichzeitig mit ein bisschen Wehmut. Nun aber lass uns gemeinsam den Engel der Heilung mit einem Gebet herbeirufen. Schließe deine Augen aufs Neue und sprich diese Worte leise in Gedanken nach. Ich bitte dich, lieber Engel der Heilung, bitte komm jetzt zu mir. Bitte hilf mir, ab heute Gesundheit, Licht und Liebe in meinem Körper und in meiner Seele zu erleben. Ich bin bereit, mich von all den Gedanken und den Verhaltensweisen zu lösen, durch die meine Sorgen und mein Schmerz aufrechterhalten werden. Bitte Bitte, lieber Heilengel, hilf mir, deine Liebe und dein Licht in meinem physischen Körper zu spüren. Bitte hilf mir, deinen Frieden und deine Güte auch in meinem Herzen zu erfahren. Bitte erlaube mir zu spüren, wie du mich liebevoll in deinen Armen wiegst. Und noch während du diese Worte nachsprichst, spürst du in deinem Körper eine ungeheure Woge der Kraft und eine sehr intensive Wärme. Ja, er ist jetzt bei dir. Du spürst seine Präsenz. Du spürst ganz deutlich, dass der Engel der Heilung seine Flügel liebevoll um dich herumgelegt hat. Du spürst, wie seine Liebe und sein Licht in deinen Körper eindringen. Ein leuchtendes, warmes Licht erhellt alles um dich herum. Mit liebevoll ausgebreiteten Flügeln steht der Engel neben deiner Bank und er lässt sein Heillicht ganz sanft in dich einströmen. Du musst nun gar nichts tun. Lass es geschehen. Öffne dein Herz für seine Liebe und für sein Licht. Verbinde dich mit ihm. Genieße sein Licht. Genieße die Wärme. Genieße die Liebe und das Verwöhntwerden. Sein helles Licht funkelt und strahlt überall um dich herum. Das Licht des Engels dringt mühelos und unaufhaltsam in deinen Körper ein. Du spürst ganz deutlich, wie sein strahlendes Liebeslicht besonders an die Stelle deines Körpers fließt, an der du deine Krankheit weißt. Der Strahl wird gelenkt von deinem Engel, denn er weiß sehr wohl, wohin er sein Licht lenken muss. Er weiß, welcher Teil deines Körpers besondere Aufmerksamkeit benötigt. Lass es einfach geschehen. Du musst gar nichts tun. Nimm es dankbar an. Lass es geschehen. Und tief berührt von seiner Liebe, nimmst du diese Lichtbehandlung dankbar an. Dein Herz öffnet sich und du spürst die heilenden Kräfte, wie sie in dich einfließen und deinen gesamten Körper durchfluten. Bitte stell dir vor, dass jede einzelne Zelle in deinem Körper von diesem Licht durchflutet wird. Der Engelstrahl verzehrt mühelos alles Leid, alle Verzweiflung und allen Schmerz. Auch deine finsteren Gedanken, die noch vor kurzem in dir waren, lösen sich auf in seinem Licht. Sie lösen sich auf in Tränen der Dankbarkeit. Du spürst die enorme Liebe deines Engels in dir und um dich herum. Du spürst, wie Liebe und Kraft in dich eindringen. Das Licht des Engels breitet sich überall in deinem kranken Körper aus. Warmes Heillicht legt sich sanft um die kranke oder verletzte Stelle deines Körpers und dringt in sie ein. Dein kranker Körper, ja auch deine Seele, werden jetzt geheilt durch den Willen Gottes. Du musst nun gar nichts tun. Verweile dankbar in dieser göttlichen Energie und lasse Heilung geschehen. Bedank dich nun bitte bei dem Engel für seine Führung, für seine Unterstützung und seine Liebe, für sein Licht und seinen Schutz. Du spürst, wie der Heilengel dich daraufhin noch einmal innig in seine Flügel einhüllt und dich dabei liebevoll wiegt. Lass dich wiegen wie ein Kind von seiner Mutter. Vertraue auf die Kraft Gottes. Lass sie walten und in dir wirken. Sieh dich jetzt als vollkommen geheilt an. Sieh dich in deinem Idealzustand von der Bank aufstehen und den Wanderweg zurückmarschieren. Spürst du die neue Kraft in dir? Spürst du den neuen Lebensmut? Spürst du die Freude und deine Dankbarkeit? Vergiss bitte nicht, dass du ab heute den Engel der Heilung jeden Tag aufs Neue besuchen kannst um dich mit seinem Licht zu umhüllen. Du kannst das so lange tun, bis du vollkommene Heilung an Körper, Geist und Seele erfahren hast. Da siehst du dein Tor in der Ferne und du gehst geradewegs darauf zu. Öffne das Tor nun bitte ganz leise und tritt durch und mach es danach wieder ganz behutsam hinter dir zu. Nun bist du wieder im Hier und im Jetzt angekommen. Ganz bewusst kehre nun bitte zurück zu deiner Atmung. Mit jedem Atemzug kommst du mehr und mehr zurück ins Hier und ins Jetzt. Du spürst deinen Körper wieder und auch deine Tagesgedanken fließen allmählich wieder zurück in deinen Kopf. Und erst wenn du bereit bist, kommst du entspannt und fröhlich wieder zu mir zurück in den Raum, in dem du mit dieser Meditation begonnen hast.